Oh, der willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Total Chaos. So. Genau. Ja. Na, ja, das hier ab hier. So hat man auch früher gestartet, genau an der Position. Schon von ein paar ganz viele Weilen. Da unten geht's zu den Katakomben, da können wir nicht hin, weil alles geflattert ist. Und wir müssen jetzt erstmal hier durch dieses riesige Stadtgebiet. Und das ist auch dieser große Hub, den ich meinte. Hier kommt man einige Male vorbei. Muss man sowieso, weil wie gesagt, ganz am Ende muss man hier lang. Das heißt, wir können hier das Gebiet nutzen, um uns Sachen abzuladen. Keeping yourself corped up in the house will do you no good. You need to get out and talk to someone. Go for a walk, anything. This isolation will do you no good. Nochmal no good? Da no good, das ist schlechter Schreibstil. There are people out there that care about you. Gut, er hat zweimal fast falsch geschrieben, geil. There's only so much I can do. I do wish you will come back and see me. It sounds like there is a lot going on in that head of yours. We need to get you back to baseline. You don't have to feel like you're trapped by your thoughts. You have to let them pass. Kein Absender, kein Empfänger, okay. Also das hier oben, ich weiß jetzt nicht genau wie dieses Co-op-Abt man übersetzt, aber wenn du die ganze Zeit zu Hause bleibst, tut es dir nicht gut. Du musst rausgehen und mit jemandem reden. Geh spazieren, irgendwas. Diese Isolation tut dir nicht gut. Warum doch mal sagen? Draußen sind People, die sich um, also denen du wichtig bist. Es gibt nur, ja gut, diesen Satz kann man im Deutschen mal super schlecht übersetzen. It's only, ja, viel mehr kann ich nicht für dich tun. Ich wünschte, du würdest zurückkommen und mich sehen. Es klingt, als wenn sehr viel in deinem Kopf abgehen würde. Wir brauchen dich zurück auf der Basis, also wahrscheinlich, ja, Baseline, also, dass man wieder normal im Verstand ist, ne? Also, dass man wieder unter Menschen kommt, sozusagen. You don't have to feel like you're trapped by your thoughts, you have to let them pass. Genau. Achso, ja, übersetzen. Lass dich nicht von deinen Gefühlen trappen, gefangen nehmen, lass sie einfach los. Lass es raus. Ja, das war ein sehr seltsamer Brief. Erstens, weil er grammatisch sehr interessant war, um es mal so zu sagen. Und zum anderen, wie gesagt, kein Absender, kein Empfänger. Deine Mutter. Und hier geht's zu den Katakomben, genau. Alles geflattert. Und das müssen wir erstmal reinigen. Das heißt, erstmal hier aufräumen. Na, guck mal, haben wir es mal, Duct Tape. Können wir direkt Bomben bauen. Geil. Ich baue mal wirklich welche. Vorher speichere ich aber kurz ab. Einfach wollte ich auch mal sehen möchte, wie effektiv die Dinger sind, was sie genau machen. Weil es klingt schon sehr, wie sagt man, sehr spannend. Wir brauchen Duct Tape und wir brauchen die Nägel. Wir brauchen echt Flaschen dafür? Das ist sehr deprimierend. Gut, Flaschen. Erstmal ausladen. Bist du eine leere Flasche? Du bist eine leere Flasche. Ah ne. Du bist die Dirty Water Flasche. Gut, wir abladen. Das heißt, die Äpfel können raus. Splitternägelbomben-Ding kann raus. Die Dinger. Vielleicht müssen wir wieder eine Wand aufbrechen. Ich lasse mal eine hier. Die ganzen Tabletten
können aber mal sowas von hier bleiben. Ich habe keinen Plan, was wir mit den ganzen Sachen machen sollen. Du kannst hier bleiben. Du kannst hier bleiben. Das sind diese Wunderdinger. Die lasse ich auch erstmal hier. Adrenalin kann hier bleiben. Die, da wollten wir welche verwenden. Haben wir jetzt nicht gemacht. Egal, können hier liegen bleiben. Da. Ich wünschte, man könnte einfach das Ding in Verhälften teilen oder sowas, ja? Dass man hier immer alle einzeln und dann wieder alle zusammen dingstern muss. So. Die restlichen können weg. Das hier kann weg. Also nicht weg, sondern hier gelagert, ne? Versteht mich ja nicht falsch. Eigentlich können die auch alle weg. Vor allem, wenn man noch so mehr als genug zum Essen. Obwohl, so viel zum Essen haben wir gar nicht dabei, oder? Mann, so viel haben wir eigentlich gar nicht. Wir haben das Ding. Und die beiden Sachen. Mehr haben wir gar nicht zum Essen. Gut, wir könnten Zigaretten essen. Warum haben wir. Was haben wir diesen Zigaretten? God damn it. Egal, wir brauchen kein Gewicht, von daher. Das können wir auch auf jeden Fall hier lassen. Die Waffen nehmen wir auf jeden Fall alle mit. Ja, Dirty Water können wir auch hier lassen. Und noch 4 leere Dinger können wir auch hier lassen. Ja, dann sieht es doch erstmal so gar nicht mal so schlecht aus. Da haben wir so einen kleinen Grundsatz an allem. Und wir haben nur irgendwie ein bisschen wenig Essen. Kann ich hier die Dosen mitnehmen? Ja, perfekt. Ha! Gut. Ungefähr so. Die restlichen 8 können hier bleiben, aber ein paar Dosen hätte ich schon gerne bei mir. So. Damit wir jetzt ein bisschen was an Essen dabei haben. Weil gerade bei den Stimpacks, da verbrauchen wir halt auch relativ viel Nahrung. Okay, dann auf ins Gefecht. Die lasse ich mal hier, damit wir hier hoch können. Hier sind sogar direkt Steine. Oh, okay, hier kommen wir. Wir kommen hier auch hoch, okay. So, und hier sind nämlich überall diese ganzen Blitzdinger. Oh, guck mal, da unten sind noch mehr Steine. Yay! Unsere Steinsammlung wird immer größer. Wuhu, wir haben schon 16 Steine. Oh. Ja. Nehme ich alles mit. Hier unten geht es nicht weiter. Okay. Na dann. Achso, war nur einer. Waren doch mehrere. Leck mich doch. Da ist einer. Ach, und da ist einer. Ah, okay. Da ist noch einer. Ja, hier ist noch einer. Okay, das heißt immer pro so ein Ding, ein so ein Ding. Wobei, oh, guck, jetzt hat auch noch mittendrin welche. Es ist so cool, dass man die Steine immer wieder. Oh, Alter. Dass man die Steine immer wieder zurückbekommt. So, hier vorne sind noch 2. Da hinten sind 2. 3.
Ich glaube, hier unten ist nur einer, ne? Okay, ich glaube, das waren hier alle. Sieht gut aus. Ganz ehrlich. Als Backup immer ganz angenehm. Können wir dann etwas zum Haufen packen für die anderen oder sowas? Ach, erstmal hier aufräumen, ey. So. Davon zwei. Also du kannst auf jeden Fall erstmal nach da. Ich sag mal, ihr beide könnt auch erstmal nach hier. So. Haben wir wieder 30 Pfund frei. Da hinten blitzt es noch gewaltig. Hier sind noch zwei. Da hinten ist noch mindestens einer. Gut, ich mache erstmal die beide hier. Ey. Hä? So, das sind die beide. Und da hinten sind noch zwei. Das. Da. Warte mal. Wieso treffe ich den nicht? Ich bin so schlecht. Und da hinten ist noch einer. Digga, ich bin gerade so sch. Aber hallo? Ich hab ungelogen mich nicht gedreht, sondern ich stand immer die ganze Zeit da und der schießt jedes Mal woanders hin. Ich dachte, ich bin so schlecht, aber er verziert tatsächlich einfach. So, ist hier noch mehr Geblitze? Ich glaube erstmal nicht. Gut. Da können wir erstmal die ganze Steine wieder einsammeln hier. Oh Gott, habe ich viele Steine gebraucht hier. So, vier Steine fehlen noch. Okay. Wie soll ich nur noch 12 Steine? Ach hier! Ach ja! So, hier ist noch eine Energy-Dose. Let's go! Hier ist ansonsten gar nichts. Dahinter ist auch nichts. Ich räume das trotzdem mal weg. So, hier ist nur Wasser. Da ist ein Health Kit und da geht's weiter. Okay. Gut. Nein, ich wollte. Dammit. Danke. Puh, damit haben wir hier schon mal aufgeräumt. War jetzt nicht so viel Feindkontakt, aber da bin ich auch ganz froh drüber. Der Feindkontakt kommt nämlich jetzt so. Oh, Alter. Wo lang? Please stay away. Ich habe Frauen und Kinder. Töte die. Ganz schön wenig FPS habe ich hier. Und das, obwohl ich nicht mal die Taschenlampe anhabe.
wild-fps Leerzeichen 1. Ja. Okay. Hab nur so 55 Bilder pro Sekunde. Und doch sehr schwankend. Und hier geht's runter auf, wow, teilweise unter 50. Was denn da los? Naja. Hier ist soweit nichts. Oh, Alter, so viele? Nein, ich will. Die Steine! War voll Spaß, die Dinger. Der hat Zeit mit Steinen abzuwerfen. Irgendwie voll funny. Gut, der war voll daneben. Oh nein! Du Arsch! Nur ich darf mit Steinen werfen. Komm ich da oben an die Steine ran? Tatsächlich, Alter, ich komme an die. Ich komme an die ganzen Steine ran. Wie geil ist das denn bitte? Ey! Und dann lasst es euch mit Steinen zu werfen. Das ist immer noch meine Kunst. Ich könnte jetzt hochgehen und den mit abschlagen, aber. Na, so langweilig. Ey. Come on. Geht doch. Alle mit Stein vermöbelt. So gefällt mir das. Wo sind meine sechs restlichen Steine hin? Sind die hier reingeflogen oder was? Hä? Wie kommen sie denn nach hier hinten? What the? Wie sind die da hingekommen? Sind die durchs Gebäude durchgeflogen oder was? Das. Ist immer interessant. Weil jetzt sind immer noch drei.
Sind die etwa durch die Wände geglitscht oder was? Wenn ja, müssen die jetzt da oben sein, oder wie? Meine fünf Steine. Oh. Warum müssen die Spiele immer so glitschen? Jetzt haben wir nur noch 13 Steine. Das ist nicht die feine Art. So, hier ist sauber. Da geht's lang. Da unten geht's eher nicht so lang. Und hier geht's auch nicht wirklich lang. Ja, nee, okay. Also gibt's doch bloß einen Weg außer den hier. Und hier blitzt es auch wieder. Problem ist, wenn ich jetzt da Steine in die Richtung werfe, in die Richtung, dann fliegen die auf jeden Fall weiter. Und damit fliegen sie weg. Kannst du mal probieren? Gut, ich habe beide direkt getroffen. Scrap Metal, ein Tuch. Also viel ist es nicht gerade. Ich will jetzt nicht sagen, dass es sich gelohnt hat. Oh, da ist noch einer. Na komm hoch. So. Ich muss jetzt die ganze Zeit an diese drei Steine denken. Die sind mir so ans Herz gewachsen. Lass sie probieren. Da geht's weiter, da geht's aber auch weiter. Alter! Gibt's hier Düsenjets? Klingt ja gemein gefährlich. Oh, nee, hier geht's auch nicht weiter. Was war das denn, das Schwarze? Bag of Vitamine. Provides a Stamina Boost, lowers Hunger. Nice, Vitamine gibt's jetzt auch. Aber Vitamine macht doch nicht satt. Außer du isst so viel davon, dass du definitiv nicht mehr gesund bist. Oh, wie viele Vitamin-C-Tabletten haben Sie heute schon genommen? 300. Okay. Ich glaube, hier war eine Falle. Ich glaube, hier spawnen welche, wenn wir da hingehen. Ah, a Paul! Nein, ah! Geil! Wir haben Paul, auch wenn wir dafür ordentlich Leben da gelassen haben. Das gefällt mir gar nicht. Das ist nicht sehr schön. Wir haben Knife Repair Kit. Das kann direkt liegen bleiben. Oh, wir haben Paul. Geil! Warum haben wir eigentlich die gute? Wenn wir da oben die schlechte haben. Was machen wir hier? Wir verbrauchen gerade beide gleichzeitig, was voll dumm ist. Nee, ich will die gute. Was ist das denn jetzt für ein Blödsinn? Du gehst bitte nach da. Du gehst dafür nach da. Danke.
So, jetzt haben wir, genau, jetzt haben wir die schwächere. Und wieder die bessere. Ist ja das für ein Bullshit? Gut, warte, ganz kurz. Wenn wir jetzt dich nach da unten packen. Dann dich dahin packen. Aha. Okay, das heißt, er nimmt immer die, die weiter hier in dem Menü weiter unten ist. Scheinbar. Okay, jetzt haben wir die richtige. Das ist ja Bullshit. Cool, jetzt haben wir die ganze Zeit. Während die schon fast kaputt sein könnte, haben wir jetzt hier die fast angefangen. Obwohl, ja, na gut. Was soll's. Letztendlich ist es ja egal. Ist für etwas unschön, aber mir halt auch nicht. So, oh. Achso, Leute. Das ist die Kiste, die wir gerade abgeworfen haben. Hier kommen wir nicht lang. Kleber nehmen wir mal mit. Die Spritze auch. Und ja. Mehr gibt's ja auch nicht. Gut, dann geht's also jetzt hier weiter. Aber das in der nächsten Folge. Das ist Folge 22. Ich könnte ruhig mal langsam eine von diesen alten Speicherständen mal, oder ein paar davon mal löschen. Ist ja ganz schön viel. Gut. Dann, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.